zwei Niederlage beim SV Metten. Ganz kurzes Fazit zu dem Spiel. Ja, wir haben eigentlich gut angefangen, hatten ein paar Chancen. Dann geraten wir leider in Rückstand. Und die erste Halbzeit war nicht so unsere, kann man so sagen. Die zweite Halbzeit haben wir gedrückt, Anschlusstreffer gemacht. Zum 2-2 hat leider nicht gereicht. Ist manchmal so, aber es geht weiter, dann nächste Woche spielen wir wieder. Es war ja eine zweite, sehr starke zweite Hälfte. Das hat aber letztendlich gefehlt dafür, dass man noch den Ausgleich oder sogar die Führung erkämpft. Letztendlich hat gefehlt ein Quäntchen Glück, würde ich sagen. Und oft war der letzte Pass ja nicht genau genug. Oder der Pass kommt, dann fehlt aber der Laufweg von jemandem und so. Das eine hat mit dem anderen immer nicht so gut harmoniert oder nicht so gut geklappt. Kräfte waren auch schwer, weil wir die ganze Zeit Gas gegeben haben, nach vorne Powerplay gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich ein super Spiel gemacht. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit gut gedrückt und ja, dann manchmal reicht es einfach nicht. Da muss man auch so ehrlich sein. Kann man also, wenn man auf die zweite Hälfte guckt, trotz der Niederlage zufrieden sein? Ja, nach einer Niederlage zufrieden sein ist immer schwer. Aber ich denke mal, wir haben trotzdem eine ordentliche Partie geliefert für die Fans, die auch mitgekommen sind. Ein paar sind noch da, vielleicht kannst du mal zeigen. Und ich denke auch für die Zuschauer zu Hause, die haben eine ordentliche, spannende Partie gesehen. Ja, hat leider nicht 5 Punkte oder mehr gereicht, aber es geht weiter.